Hallo, ihr kleinen Wichten, na? Wie findet ihr den güldenen Zimmelmann ohne Cape? Ja, hier nochmal absteigen. Ich habe das Cape wegmachen lassen von Bock. Ich gehe ja Bock natürlich nicht fremd und mache das selbst. Ich bin wirklich zu dem gegangen. Warum stehst du jetzt hier? Moment! Ich... Ach, egal. Hallo, Samurai-Mann. Finally, we meet. Ich kenne dich doch. Tarnished. Who would be Lord? Oh my. Why the long face? I fear that you were previously acquainted with this vessel. Well, that is most unfortunate. For he is dead. As for his flesh, he gave it to me. Shabriri, I hope you can make your peace with that. Ich weiß nicht. Warte, du bist Shabriri. Wir haben Sachen über Shabriri. Werden diese Shabriri-Augen? Ich würde sehr gerne nachlesen, wer und was Shabriri ist, aber ich weiß nicht, ob ich noch Shabriri-Objekte habe. Ich kann meine Talismänner mal kurz durchgucken. Ja, der hier. Verschwundenes Abbild eines Mannes, dessen Augen ausgestochen wurden, dessen Mund beinahe kokett anmutet. Angeblich wurden dem Mann namens Shabriri die Augen wegen seiner Verleumdungen ausgestochen. Mit der Zeit soll sich dann die rasende Flamme in den leeren Augenhöhlen eingenistet haben. Also das hier ist Shabriri. Und du siehst, Shabriri hat jetzt den Körper von unserem Samurai-Typen besetzt. Und warum hältst du dir die Hände ins Gesicht? Ich weiß es nicht, frag ihn. You were about to sacrifice something precious. The life of a fair maiden. That you would toss into the fiery forge. Only so that you may be Lord. What a horrible thing to ponder. Your ascendancy requires her sacrifice. Whether she wishes it or not, but how would the Lord, crowned so, be looked upon? Wir müssen die in dieses Feuer werfen? Unsere Melinda, warum? Chosen, tarnished, and would-be Lord. Dare to tread the path of true rigor. Spare the poor girl. And singe your own flesh in her stead. If you are prepared to show resolve and attain lordship through righteous hardship, then heed the words of I, Shabriri. Okay, ich soll mich selber reinwerfen, wenn die Situation kommt. Chosen, tarnished and would-be lord, descend into the depths far below the Erdtree capital. Seek audience with the three fingers and the flame of frenzy. If you inherit the flame of frenzy, your flesh will serve as kindling, and the girl can be spared, setting you on the righteous path of lordship, the path of the Lord of Chaos. Burn the Erdtree to the ground and incinerate all that divides and distinguishes. Ah, may chaos take the world. May chaos take the world. Okay, dein Plan klingt doch nicht mehr so cool. Chosen Tarn, descend in Sigord. Also, okay. Burn the earth and incinerate. Ah, may chaos take. Okay. Also wir haben einen Weg für noch... wie viele Endings wird das Spiel wohl haben? Also ihr könnt, glaube ich, zum Zeitpunkt der Folge gerne drunter diskutieren, aber spoilert nicht zu viel. Und... ist ja echt verrückt. Guck mal, die hat mich fast gewonnen beim letzten Mal, wo ich hier war. Das geht einfach nur noch auf die Nerven. Meine Paladin-Rüstung zeigt ihre Wirkung, aber ich kann auch gerade nicht rollen, also es ist irgendwie noch nicht richtig, mein Setup. Kann ich den Vogel mal bitte hauen? Aber irgendwie wirkt so, als gäbe es so 5 Endings oder sowas, gefühlt. Und ja, ich gehe gerade nochmal in die Ruinen, weil Freunde von mir, die auch Elden ringen, ich habe einfach gefragt, hey, habt ihr schon die Klangperle für 5 und 6 gefunden? Und einer hat geantwortet, ja. In den Ruinen von Samor.
Und das macht mich jetzt ein bisschen stutzig. Aber allein, dass hier schon ein Tunnel ist, wo ich nicht drin war, sagt dir schon mal was aus. Lampe? Ich habe mich auch hier nicht so deutlich umgeguckt, muss ich sagen. Ich meinte, ich gucke mich am Anfang und dann habe ich es verkackt. Klangperle des Schmiedesteinstürfers. Okay, das war sehr schnell gefunden. Und das war sehr gut, dass ich nochmal gefragt habe. Ich glaube, ich hätte mich nicht mehr umgeguckt, weil ich da so ein bisschen rumgeritten bin und da überall diese Ritter waren, vor die ich ein bisschen Angst hatte und Respekt. Das hat mir es dann so eingeprägt, dass ich da nicht hin will. Hallo, Mr. Schmied. Waffen verstärken? Mir fehlt ein Schmiedestein 7 nur noch. Ah, nur noch einer. Okay, Schmiedestein 6 habe ich auch nicht genügend gefunden, voll. Aber 6 kann ich ja schon kaufen. Und 7 und 8 müsste ja dann da unten in dem zweiten Schneegebiet sein, würde ich sagen. Oder natürlich bei dem Baum. Das weiß ich natürlich nicht genau. Aber hey, hier neue Klangperlen für euch. Des Schmiedeschürfers, des Dunkelschürfers und des Medizinhändlers. Kaufen. Wie viel kann ich jetzt kaufen hier bei euch? Bis 6. Ja, Dunkelstein 3, 4, 5, 6. Und hier kann ich auch bis zu 6 kaufen. Und die sind echt teuer. Aber allein, dass ich 6 da jetzt schon kaufen kann und meine Waffen generell auf plus 18 bringen kann, nur mit genügend Runen grinden, ist schon mal was. Ist schon mal was sehr Schönes. Kann ich dir von Shabriri erzählen? Einsatz der geheimen Medaillons. So the secret medallions led you to the land of the Halic Tree. I'd expect to find Melania there. She who fought Radahn to a standstill. Well, if the Scarlet Rot hasn't eaten her away completely. But with the Halic Tree as it is, I suppose Mikola must already be. Ah, my apologies. Lost myself for a moment there. The information you've shared is of great value. As promised. Your reward. A secret rite, known only to me. You are a true fellow. All I ask is that you remain constant. Schutz der schwarzen Flamme. Okay. There are four more, Demi. Mikola of the Keller muss ich töten. His twin, Melania. Melania. The undefeated Soluna Princess. Rani. Okay, okay, dann wiederholt er sich nur. Miquella und Melani kann ich noch nicht auseinanderhalten, aber ich muss die einfach bekämpft haben, dann kann ich die besser auseinanderhalten. Die Finger sind immer noch am Sleepen. Jupp. Hast du eigentlich neue Bossrüstung? Ach, du verkaufst generell das ganze Dornenset. Und was ist das? Der Veteranenhelm? Von wem ist der? Ein alter Helm, schon viele Schlachten erlebt hat, stammt von Yal, dem Veteranengeneral von Sol. Ach so, die Rüstung von dem Sollkrieger kann ich mir holen. Die ist halt ultra fett und pelzig. Cool. Nice. Erstmal anlegen. Yo, die ist richtig cool. Ich glaube, ich mache das Cape weg. Wenn es geht. Also ich liebe das Cape irgendwo. Aber ich will halt einfach ein dicker Ritter sein und nicht ein cooler dicker Ritter. Hallo Bock. Kleidung? Mach mal weg. Yo, das geht. Nur das Cape sieht schon direkt irgendwie so nackt aus, ne? Ein Helm fände ich eh nicht cool. Wir sind bei mittlerer Last damit. Cool. Damit sind wir bei großer Last, das ergibt Sinn. Ja, mein Stirnband kann ich dazu anziehen. Mein Metallstirnband. Zombo der Mächtige. Cool. Ja, dass ich das einfach übersehen habe, die Klangperle, ist natürlich doof. Ja, also von Lord Shabriri müssen wir die Kanalisation wieder runter und da finden wir eine alternative Story-Lösung. Chillt er da auch immer noch? Ja. Hält sich seine Hände ins Gesicht. Ich will den Erdenbaum nicht niederbrennen. Ich will mir seine Gunst verdienen. Naja, ich wollte hier hochreiten und mich mal umgucken. Und zwar mit meinem Hottehü. Die güldene Rüstung war auch cool. Also beide sind cool. Ich muss sagen, ich will doch das Cape wieder hier dran haben. So, Cape ist wieder dran. Ja. Sieht auch cool aus, wie so ein mächtiger Lord. Melina, hallo? Warum willst du hier reden? Was geht ab? There is something I'd like to say. My purpose was given to me by my mother. But now, I act of my own volition. I have set my heart upon the world that I would have.
regardless of my mother's designs. I won't allow anyone to speak ill of that. Not even you. Okay. Für ihre eigenen Pläne und es klang so halb nach einer Drohung. Freut mich. Ja, sehr gerne. Ich helfe dir gerne. Tschüss. Steh ja lieber auf, wenn du so unfreundlich bist. Ich brauche meine eigenen Pläne. Ich will den Erdenbaum für den Erdenbaum als würdig erscheinen. Was ich wahrscheinlich, also ehrlich gesagt, werde ich es wahrscheinlich nie im Leben schaffen. Aber ich lebe weiter in meiner Illusion und genieße mein Leben. Wie cool das mit dem Cape ist beim Reiten. Der Umgang ist schon nice. Sieht gar nicht so bescheuert aus wie der Typ, von dem wir das haben. Dass wir den mit unserem anderen Zeug fertig gemacht haben, ne? So tanky wie der Dude ist. Aber man muss sich immer gegen ihn zu reiten und dann weg. Aua. Viele Pfeile. Au. Kennt aber seinen Spaß seines Lebens, wie er da um sich rumurgert, auch ohne dass ein Feind in seiner Nähe ist. Goldener Schwur ist da, Kriegergebrüll ist da. Let's fight. Okay, er will mich packen. Pack ich dich. Oh mein Gott, ich war in dieser Backstep-Animation gefangen, obwohl er sich umgedreht hat. Okay, kaputt. Beinschutz und seine Fäulnis-Großaxt. Cool, fehlt nur noch sein Mantel. So, und da hinten haben wir einen Ort und da ist natürlich wieder eine riesige Schlucht dazwischen. Weil nichts in dieser Welt einfach sein kann. Obwohl, es sieht machbar aus. Waren wir an dem Baum? Ich weiß es nicht, an welchen Bäumen wir waren und an welchen nicht. Sieht ja hier alles gleich aus. Aber ich sehe da einen kleinen blauen Lichtstrahl. Vielen Dank, güldene Saat. Drüben spaziert auch irgendein Ritter. Ja, guck mal, oh mein Gott. Ich habe keine Zeit, mich umzugucken. Der Ding-Dong da hinten ist sehr mad. Aua. Cooler Ding-Dong. Zu dem gehen wir. Marikas Pfahl? War hier ein Boss oder ist der Ding-Dong der Boss? So. Mein Zeug liegt sogar extra davor, wie nett das ist. Ich reite einfach durch und gucke einfach, wo die hinfallen und dann spiele ich so hochgucken und ausweichen. Ja, ja, ja. Funktioniert, funktioniert, funktioniert. Pau, 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 pau. So, wir sind das Schlimmste durch, glaube ich. Die fallen alle weiter weg. Ich glaube, die fallen gar nicht nah runter. Ja, 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 ja. Okay. Jetzt müssen wir nur ein bisschen Fußstein wegmachen. Boah, das klingt doch nochmal irgendwie extra fett. Aua. Jetzt fährt voll heim. So. Klopp, klopp. Klopp, klopp. Oh mein Gott. Ah. Immer Angst, wenn er den Fuß anhebt. Ah. Warum hast du schon wieder angehoben? Okay. Alles gut. So. Dann nochmal ein paar Stück hier weg. Zwei Beine haben wir schon fertig. Wird so ein schöner, leiser Ort gleich sein. Okay, er geht runter. Jawohl. Turtle besiegt. So, was gibt's hier drin? Eine Person. Okay. Ach, schön leise. Gucken wir doch mal. Hallo. Mausoleum Nummer 37. Wahrscheinlich wieder Boss hier in kopieren halt. Hebe ich mir auf. Vielleicht will ich ja eine Waffe 10-mal haben. Vielleicht will ich irgendwas dual-wielden. Ja. Okay, heben wir uns auf. So, und was ist hier in dieser mächtig verteidigten Kirche? Ort der Gnade. Verfallene Ruinen der Abtrünnigen. Verlorene Gnade entdeckt. Guten Tag, guten Tag. Geht's Ihnen gut? Ich nehme mal. Laterne herbeirufen? Oh, warte. Objekt. Silberner Spiegelschirm. Laterne herbeirufen. Ach, hier wollt ihr hin.
Ja, zu ihrer Mama. Das bist du in groß. A young yet towering sister of ours. Let the birthing droplet in and create life for us. For all the Albinorix. Ah, wir haben dir geholfen. Thank you. I finally fulfilled my purpose. Uralter Drachendunkelschimmer-Schmiedestein. Our young yet towering sister will give us hope. Now that nothing is left unfinished, I will join you in battle to the bitter end. And when the fighting is done, then you may lay me to rest. Beside Lobo, my dear wolf. Ich glaube, ich steche sie sofort zu Lobo. Ich habe die eh nicht aufgelevelt. So, und die kann jetzt neues Leben geben. Okay. Sieht für mich eher aus wie eine Leiche, aber wenn sie meint, dann steht da jetzt neues Leben. Neue Albinorix. Vielleicht ist da jetzt ein ganzes Dorf von denen sofort? Nein. Okay. Ich meine, es kann auch Flavortext sein, dass er sagt, so ja, wenn wir fertig sind, dann bring mich zu meinem Wolf. Aber wer weiß. Wo war denn das? Hütte des schlummernden Wolfs. Da ist es. Wehe, der ist jetzt mad oder so. Ich will dich einfach nur zurück zu deinem Frauchen bringen. Okay, das ist er. Hallo, ich will dich wieder hier ablegen. Darf ich wahrscheinlich nicht. Oh, guck mal, da ist noch Loot. Beste Item im Spiel jetzt. Runenbogen, okay. Ja, wir können mal in die Richtung so reiten. So. Ja, da hinten irgendwo. Können ja auch allgemein mal gucken, was hier so in der Natur in dem Gebiet unterwegs ist. Und ich würde ganz stark sagen, wir fangen mit Caelid in der nächsten Folge an. Weil wir waren jetzt so lange nicht in Caelid. Mein Gott, habt ihr viel Leben? Das Rumteleportieren mag ich immer noch nicht. Jupp, Damage macht die auch. Aber dafür habe ich Kieselsteine. Welche Taste sind Kieselsteine? Kieselsteine. Ich will das Schaden. Der 400 Schaden ist ja eigentlich viel, aber die haben ja 5 Millionen HP. Nice. Zwei Gegner getötet. Fühle ich mich mächtig oder was? Immer in der Nähe von diesen Mausoleen sind auch diese kopflosen Leute. Apropos Mausoleum, wieder hier im Marker einsetzen. So. Damit ich die Jahr später finde und nicht eins vergesse. Stimmt, habe ich eh schon eins nicht markiert und das finde ich jetzt nie wieder. So, wir haben hier eine Statue. Oh, da ist bestimmt richtig gutes Upgrade-Material drin. Aber was ist denn groß hier? Was muss ich hier herpullen? Ich habe noch nichts Großes hier gesehen. Wir hatten einen Riesen vorne irgendwann mal Wagen ziehen gesehen, auf jeden Fall. Ich bräuchte allgemein einen Riesen. Oh, oder du. Du bist doch groß und gefährlich. Oh mein Gott, wie schnell der auch ist, ne? Er wird uns halt töten. Aber dafür ist dann das hier kaputt. Jupp. Und ich bin nicht gestorben. Das klang nur so. Schmiedestein 7. 3 Stück. Perfekt. Guck mal, wir können unsere Waffe upgraden. Unseren Hammer 2-mal oder so. Danke, Grizzly Bear. Statuen sind halt richtig gute Spots, die muss man sich auf jeden Fall merken. Vielleicht gibt es auch genau so Statuen im Spiel versteckt, dass man seine Waffen fertig upgraden kann. Man muss halt nur die Spots kennen und die Gegner, die man da hinpullen kann. Das wäre ein cooles System für Leute, die das Spiel kennen. Ich überlege halt so die ganze Zeit, wie schlimm ist der Wiederspielwert oder wie gut. Weil es gibt ja richtig viel zu tun. Heldenrune und ein Portal. Führt es nach Limgrave? Nicht Limgrave. Liurnia. Weil da so ein Fischmensch steht. Okay, wir werden invaded. Will ich den Fischmensch vorher töten oder will ich den Fischmensch danach töten? Ich bin auf jeden Fall weg von dem Blobs. Blutadliger. Portal ist auch aus.
Wo ist Blutadliger? Keine Invasion, wenn man nicht weiß, wo der Gegner ist. Ah, ja, da kommt gerade was angeflogen. Oh mein Gott, schon wieder so einer mit zwei Dolchen. Nice Jump. Hihi. Tschüss. Krumpfinger Medizin, Kapuze, Robe und Leintentuch. Dankeschön. Wie kackendreist das war. Jetzt ist das Portal auch wieder an. Und er hat güldene Augen. Vielleicht sehen die auch immer so aus. Vielleicht war der auch nett. Naja, gucken wir mal, wo denn das blutige Portal führt. Ach, vielleicht zu den Blutleuten? Zu den Blutadligen? Oh mein Gott. Ah, wir sind nur in der Höhle. Okay. Wo sind wir auf der Karte? Unterhalb von Caelid. Oh, wir können echt in Nokron sein. Morgwyn Palast. Yo! Sick! Guck mal, hier ist überall Blut. Yo! Wir haben den Wie heißt der Ort? Caelid Skip. Wir brauchen nicht mal Radansbrücken, um hier hinzukommen. Scheinbar. Ich weiß nicht, ob wir im richtigen Gebiet sind. Aber richtig cool. Solange keine weiteren Leute invasieren. Die Blutadligen. Die ganze Felsen auch voll mit Blut und allem. Aber erstmal schnell den Punkt hier holen und dann eine Karte suchen. Die Untergrundorte fehlen ja noch, das stimmt. Kann ich hier mein Pferd rufen? Ja. Oh, was läuft denn da vorne? Neue gruselige Kreaturen? Ja, bitte. Oh, lol. Schau mal, wie viele hier sitzen. Wir sind scheinbar auch so Elite von den Dingern. Die haben rote Köpfe. Wie tanky sind die? Okay, halten Schlag aus. Und können spucken. Ja, ich habe bessere Schilde und hier sind überall Blutrosen. Ja, wie hätte ich die eine Gehilfin von dem Bluttypen am Anfang finden sollen? Ja, schaut euch den Ort hier an. Hier gibt es den ganzen Blutkram. Also hier muss es auf jeden Fall... Habe ich gerade einen Typen gehauen? Danke. Hier muss es auf jeden Fall... Kriegsasche Blutzoll, sehr schön. Ganz viele Kriegsaschen geben, die ich haben will. Dunkelschmiedesteine 9. Okay, das ist komplettes Endgame-Gebiet hier. Wahrscheinlich ein optionales. Heldenrune 4. Einmal heilen. Oh, ich snack hier kurz nur ein bisschen, okay? Heldenrune 3. Cool. Cool ist das Gebiet. Blutfett mit Kordel. Oh mein Gott, die können Stacheln aus sich wachsen lassen. Das ist gar nicht so cool. Fliegenschwarm. Ja, guck mal, hier ist der ganze Blutkram im Spiel versteckt. Hier kommt man aber auch spät hin. Aua. Bis ich die alle tot hätte, wären drei Folgen um. Wie eine Stein 8. Ja, beim nächsten Mal überlegt euch besser, ob ihr mir ein Pferd gebt. So, kommen wir jetzt zu diesem komischen Ding, was wir gesehen haben. Ja, da. Warum werde ich abgemountet? Oh nee. Der nächste Blutsverwandte. Oder einfach wegen dem Riesenhühnchen, was mich gerade umbringen will. Namenlose weiße Maske. Ja, Moment, mich will gerade. Wollen gerade Hunde. Oh Gott, ich habe all mein Zeug verloren. Dieser Vogel. Namenlose weiße. Oh, wir kennen den! Unser Tutorial-Mann, der uns, glaube ich, gerade abstechen will. Aua. Ja! Oh mein Gott, wieso lebe ich noch überhaupt? In dem seinem Pfad sind wir ja nicht gefolgt. Aua. Oh mein Gott, dieser Vogel, ne? Ja. Manche Gebiete sind schon besonders. Cool. Einen komischen Vogel wollte ich aber sehen, aber einen Invader gleichzeitig war mir dann doch zu viel.
wie es auch hier so anfängt. Weißt du, erst sitzen hier diese Billos rum, die man kennt, gar nichts können, und dann kommen die Blutversionen von denen, die auf einmal richtig viel Selbstbewusstsein haben und leben. Und das da machen. Aber ganz viel Blutung. Aber irgendwie kriege ich schon länger keinen Blutungsschaden mehr. Aber durch die Haltung von denen kommen wir auf jeden Fall durch. Guck mal, hier wachsen so kleine Teufelshörnchen sogar. Ja, du. Nö. Der chillt sein Leben. Ja, backstabben kann man die. Sind alles egal. Und die haben auch gar keine Haltung, diese Speckies. Okay, ja, aber ich wollte sie ja auch mal bekämpft haben. Aber starkes Gebiet auf jeden Fall. Und das Ding, die Scherbe, die wir bekommen haben, ich habe sie nicht angeschaut, aber es ist halt einfach für plus 10, ne? Ja. Maximales Upgrade von besonderen Waffen. Keine Waffe auf Maximum geupgradet haben. Der Gedanke ist verrückt. Ach guck mal, hier ist auch so ein Vogel, aber so eingegraben. Blutbefleckter Kot. Hm, da sollte jemand zum Arzt gehen. So, wenn ich jetzt hier stehen bleibe, dann ist eigentlich, kommt dieser Vogel nicht sofort angelaufen. Doch, der kommt angelaufen. Der Vogel ist einfach komplett gestört. Besonders, dass er schneller ist als diese dummen Geysire und so. Nutz mal die Natur einfach für mich. Ist das überhaupt derselbe? Ja. Oh mein Gott, das sind zwei von diesen Vögeln hier. Es hieß ja irgendwie, es gibt dieses Morgwin. Und dann hieß es noch, es gibt Nokron als Zwillingsstadt oder so dazu. So, bin selber abgemountet. Ich schleiche jetzt hier am Rand entlang. Gott, hat die gute Augen. Wie er trotzdem herkommt. Dieser Vogel, ne? So, und hier sind die 17 Hunde. Hallo, was verteidigt ihr? Ein Adernblatt. Adernblatt fühle ich mich immer richtig geprankt, wenn ich das als Loot hole. Wurde aber tatsächlich nicht invaded, weil ich hier am Rand lang gegangen bin, glaube ich. Dann wird mein Pferd gerufen. Wir bleiben hier am Rand. Yo. Too fast. Be eaten by birds. Wie er trotzdem gerade auf mir landet, irgendwie, ne? Ich würde aber gerne von dem eigentlich... Ich würde ihn gerne besiegen, wenn er mich schon invadet. Ah, er kommt wieder. Invade ist eingeleitet. Hallo. Namenlose weiße Maske. Der Damage. Kann ich mal einmal? Ja, komm her. Ich hab ein bisschen Angst, weil ich schon wieder Vogelgeräusche in meiner Nähe höre. Jawohl. Sorry, weiße Maskenmann. Du hast invaded. Rekusant besiegt. Namenlose weiße Maske ist tot. Weiße Maske, Gewand der Feldchirurgen, Handschuhe des Feldchirurgen, Hose des Feldchirurgen. Ach guck mal, von denen hatten wir doch so einen Dolch sogar gefunden. Der hier, ne? Weißgewandten Feldchirurgen der Armee. Haben wir ein bisschen Lore über den Typen jetzt? Eine von Blut befleckte Maske mit leichten Grinsen stammt von einem Feldchirurgen, deren Morde angeblich vom Mitgefühl geleitet werden. Der Fürst des Blutes belebt den Träger mit seinem Fluch. Wenn Blut vergossen wird, erhöht eure Angriffskraft, wenn jemand in der Nähe an Blutverlust leidet. So eine Rüstung, die einfach Angriffskraft erhöht bei jedem Teil? Das wäre viel. Ich erkenne sie nicht mal gerade. Da. Keiner der Chirurgen, die der Fürst des Blutes entführen ließ, konnten jedoch das verfluchte Blut bändigen. Keiner außer Wache. Okay. Die Maske macht den coolen Boni, den wir kennen. Jetzt die Frage, wie kommen wir hier raus?
Ich glaube, da kann ich so ein bisschen mit meinem Pferd schummeln. Es sieht jetzt nicht so gewollt aus. Oh. Ja, hier nochmal drauf. Dann weiter nach links. Ja, guck mal. Wir haben blau und schlau gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst. Oder rot und blutig gelöst. Wir sind außerhalb der Map. Let's go. Dieses ganze Gebiet gehört uns. Uns allein. So, was machen wir? Erstmal hier hochklettern. Einen geheimen Boss finden. Wir können auch zu der blutigen Festung davor klettern. Ich glaube, zur blutigen Festung klettern wäre irgendwie smarter, anstatt sich jetzt hier in den Tod zu springen. Ja, doch. Wenn hier jetzt irgendwo ein Gegenstand liegt, bin ich sehr surprised. Aber scheinbar nicht, nee. War nicht geplant, dass man hier aus der Map klettert. Aber, ja, sah so aus. Ich habe es probiert, hat geklappt. Allgemein in so Spielen, wo so eine Sprungmechanik manchmal neu ist und so, da erwarten die Entwickler nicht, was die Leute alles mit so einer Sprungmechanik machen. Ich muss sagen, hier ist viel bedacht worden. Aber an manchen Stellen kann man halt einfach aus der Map. Das ist immer, wenn es so Springen gibt. Jo. Klettern wir mal weiter hier lang. Ja, guck mal. Ist doch eben irgendwie bedacht, dass ich hier gar nicht groß weiterkomme, weil hier einfach ein Loch in der Wand ist. Ja, ich könnte hier noch runterklettern. Aber ich glaube, ich komme im Pferd auch da hoch. Geht ja komplett so aus. Ja. Das war sogar einfach. Aber da hochkommen sieht jetzt wieder nicht mehr so einfach aus. Weil die habe ich schon mitgedacht. Ich kletter mal so weit ich kann an der Wand mit. Ah ja. Guck mal, jetzt fahre ich hier wieder in den Sumpf. Okay, an den Wänden war nichts. Konnte man auch nicht irgendwie hochklettern irgendwo. Ich gucke mir mal weiter so den Rand des Sumpfs an. Und hoffe einfach, dass ich nicht noch öfter invaded werde. Interessant, wie viel Zeug die einfach hier so bewachen. Schmiedestein 6. Goldene Rune. Wir haben sogar gechillt. Haben einfach akzeptiert, dass ich jetzt hier bin. Wisst ihr, der reitet eh durch. Warum sollen wir da aufstehen? Die Arbeit machen wir uns gar nicht. Ja, was bist du denn? Ein Skelett beschworen. Kenn mal kurz. Als ob das immer noch gelasert hat. Das ist halt 7 Minuten. Okay, wir sind gleich wieder hier. Ich bin fast in die falsche Richtung gehüpft. So. Einfach aus Prinzip würde ich gerne. Das ist ein schrecklicher Ort, ne? Den Skelettmann hier töten. Damit meine ich gar nicht das Skelett, sondern den Kleinen hier, ja. Da nehme ich auch ordentlich rein. Ganz gut, wie der Typ aber nie aufgehört hat zu schlagen. Ein Hit. Ne, immer noch ein Hit. Jawohl. Schiebt das Skelett mit. Ja, sehr cool. Geben Sie mir meine 18.000 Runen. Ich glaube, hier ist der richtige Weg. Nicht in dem Blutsumpf bei dem Vogel. Wenn es hier schon extra bewacht wird von so einer Wache, die so ein Ultraskelett bestört und so. Wir haben schon viel. Ich will das Blutschleifmesser finden. Dann wäre ich glücklich. Aber es wird wahrscheinlich so in der Nähe von einem Boss liegen. In der Nähe von dieser Blutperson. Warum versteckst du dich hier? Es kommt trotzdem ein paar Skelette. Okay, wir haben keinen Bock auf deine Laser. Ah, die Gang hat einfach ein paar beschworen, okay. Ja, da sind Ruinen. Da will ich hin. Mount-Ruinen. Mausoleum von Mogwin, der Mogwin-Dynastie. Karte Mogwin-Palast. Jetzt bin ich so gespannt, wenn ich sie gleich öffnen darf. Darf ich? Nein. In einem Kampf. Okay, okay. Ah, hier ist aber ein Ort der Gnade.
Wir kommen von diesem optionalen Gebiet in ein optionales Gebiet. Und es geht... Mogwen-Palast. Naja, guck mal. Ja, ich finde, die Karte sieht abgeschlossen aus, die Ofra. Ja. Aber es ist ja nicht Nokron. Wir sollen doch Nokron finden. Achso, hier darf man ja gar kein Pferd mehr rufen. Hier sind ein paar Blutzombies. Immer diese Gegnertypen, wo 20 Stück rumstehen und ich mir sofort denke, okay, will ich nicht bekämpfen. 20. Ich habe nicht übertrieben. Das sind wirklich 20. Vielleicht auch 200. Ein paar rennen hier rum und sprühen Blut um sich. Und droppen Runen für mich. Der sieht aus, als würde er platzen wollen, ja. Nee. Ich gehe einfach mal die Treppe hoch. Oh, der heilige Matschhaufen. Ja. Zum Weg. Ja. Der Ort hier ist richtig cool eigentlich. Den ganzen Leuten, die es hier anbeten. Ja, keine Ahnung, wir entdecken was. Aber nächste Folge Caelid, ne? Egal, was wir jetzt hier entdecken und was für ein Boss hier ist. Weil die kann ich mir auch in leichter alles antun. Wenn wir ein bisschen gelevelt haben und ein bisschen stärker geworden sind. Okay, ich hätte gerne eine Fackel. Kann ich nicht mehr rollen. Dann hätte ich gerne keine Handschuhe mehr. So. Fackel gegen Handschuhe ist ein Tausch. Den ich mache, damit ich mich bewegen kann. Ja, wir müssen ja eigentlich so einen kompletten Felsen hoch. Aber ehrlich gesagt sind wir auch gut am Klettern. Das Ding wird 1 Million HP haben. Oh, aber es ist ein Händler. Das geht vom Schaden. Na gut, wir sind halt... Ja? Irgendwann wird es nicht mehr schlimmer. Okay, es ist schlimmer geworden, weil es ein Spawn für die ist. Wie mache ich, dass die nicht mehr da spawnen? Oh, Loot. Du führst eine Rune. Ja, das ist so recht golden markiert. Einer! Wäre doch schon nervig gewesen. Okay, aber das ist weg auch. Hallo, du? Okay, ja, der würde Sachen verkaufen, theoretisch. Ich wollte nur gucken, ob das irgendwie so, hahaha, du bist in meine Falle gelaufen. Typ ist, aber nö. Dann war so, oh, ein Kunde. Cool. Könnt ihr... irgendwo sein, wo ich was sehe. Oh mein Gott, warum bin ich in die Blut... Die Blutgang hier macht es nicht einfacher. Versuche mir gerade irgendwie so einen Terrain-Vorteil zu verschaffen. Hier oben. Ich meine, gegen einen hatte ich einen Vorteil. Das war schön für die eine Sekunde. Dass ihre Wurfmesser mich ein Drittel töten, ne? Na, guck mal, hier geht's hoch. Ich muss die einfach nur irgendwie wo bekämpfen. Einen einzeln oder so am besten. Habe ich echt einen Ausgang gefunden? Ja, ich glaube. Lass mich wenigstens mal kurz aktivieren. Oh, sie sind einfach despawned. Interessant. Sehr fair. Die hätte mich auch einfach noch töten können an der Position. Was hätte ich denn gemacht? Geweint? Ja. Vielleicht kann ich sie jetzt einzeln pullen. Sehr große Höhle habt ihr hier. Sehr dunkle, große Höhle. Cooles Blutmeer. Ja, deswegen langsam gerollt? Ja. Weißt du, ich gebe mir meine größte Mühe mit meinen Zaubern und dann juckt's den halt nicht. Hier, ein bisschen Licht. Du niedere Kreatur. Ja. Und ich hab gleich Blutung. Zum Angriff! Bevor ich Blutung kriege. Zum Angriff! Und zum Angriff! Jawohl. Einer bezwungen. Erstmal ein Stückchen getrunken. So, jetzt die Frage, sind die zwei Gamer auch noch da? Hinter mir spawnt einer. In den falschen Gang reingelaufen, oder? Ja. Zum Angriff!
Dodge. Ich habe mal, also gegen einen Einzelnen habe ich meinen Kampfstil gefunden. Jap. Spring und R2. Ich weiß, jeder von euch ist gerade so. Oh, was? Aber die geben auch 6000 Runen. Ist irgend so ein Zombie hochgelaufen, der mehr Runen wert ist. Also mal gucken, 1400 dann. Nee, nicht so wert. Hier ist die Leiche. Also müssen da unsere, die Double Gangster sein. Ja, einer hat mich gesehen. Muss der nur herkommen. Ja. Sehr schön. Ja, komm her. Ich will, dass du schön hier in der Nähe bist, bevor wir kämpfen. Okay, jetzt. Hier können wir uns battlen. Okay, komm mal ein paar Meter mehr mit. Ich hab keinen Bock auf diese komischen langsamen Untoten. Eins. Und zwei. Und Ausdauer. Rein. Wie sie einfach um mich rumstehen und ihre Hände an den Kopf halten. Warum habe ich die gepult? So, den letzten müssen wir da jetzt in dem kleinen Gang bekämpfen. Warte mal, ich kann mich ja buffen. Ja. Ich bin doch ein Paladin. Goldener Schwur. Gib mir die Macht, die ich brauche. Nur leider kein Licht. Danke, goldener Schwur, für die pure Enttäuschung. Oh mein Gott, war das knapp. Jetzt sind hier wieder überall die Untoten. So, hier oben. Da kommt unser Kumpel. Nicht mal unterbrochen wurde er durch den Angriff. Jetzt weg. Oh mein Gott, warum habe ich jetzt bei dem einen so viel Pech? Zwei habe ich geschafft. Komm schon. Sprungangriff gestaggert. Ja, genau. Das will ich. Weg, weg, weg. Und wir haben beide Sprungangriffe gemacht. Süß. Gewonnen. Ich darf handeln. So, hab sogar eine Flasche zurückbekommen, dafür drei Stück davon gerade so zu besiegen. Das wird richtig gut. So. Händler. Warum sitzt du hier in der Höhle in der Hölle? Ja, es war ein bisschen stressig gerade. Unendlich von den Verweilenden fallen, unendlich von Bohrbolzen, die Blutungsschaden machen. Unendlich Blutrosen. Ah ja, du hast einfach so einen allgemeinen Shop. Nee, ist echt nicht so meins, dein Laden. Die Folge ist schon echt lang. Ich gehe jetzt mal dann da zum Checkpoint. Und dann gucken wir noch einmal hoch. Einmal ganz kurz. Vergesse ich denn nicht, dass ich hier runter gucken kann, wenn ich hier hochgucke? Guck mal, die Blume da, die leuchtet so krass. Große Geistertallilie. Danke. Die hat jetzt einfach liegen lassen. Weißt du, liegt einfach for free zwischen denen. Zwei goldene Gegenstände in einem Raum. Ja, man merkt schon, dass der Ort optional ist. Soll ich meinen Finger auf plus 10 machen? So ein lustiger Kolben. Ist ein bisschen schneller, aber ich will ja eigentlich eine Blutungswaffe. Aber habe ich ja eigentlich mit den Boxhänden. So, Stufenaufstieg. Ja, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Eine Rune verbrauchen. Muss jetzt nur mal kurz mathematisch überlegen. Die da. 10.000 schon. Crazy. Ich glaube, ich brauche aber mehr sogar. Ja, nochmal 10.000. Dann noch eine davon. So. Level up, level up. Stufenaufstieg. Wir machen jetzt Kraft erstmal auf 40. Genau. Ja, ist ja immer noch 40 Leben mit einem Upgrade. Und sobald wir das haben, machen wir Kondition weiter und danach Stärke weiter. Ja. Bis alles richtig schön hoch ist. Erstmal mehr Leben. Guck mal, der da sieht aus wie so ein Anführer. Wir gucken aber nur noch einmal hier so her. Nächste Folge geht's dann los mit dem anderen Gebiet. Ah ne, ist einfach so ein Blutboy. So, was macht die, wenn ich mich hier hinterstelle? Okay, einfach verwirrt sein. Dann öffne ich die Kiste mal. Was Güldenes.
Noch eine uralte Dunkeldrachenscherbe. Cool. Dankeschön. Wollt ihr mal kurz zur Seite? Ich gehe mal den Fahrstuhl hoch. Richtig cool, dass das Spiel dann so belohnt, Gegner nicht zu töten. Oh mein Gott, warum bist du auf meinem Fahrstuhl? Runter. Runter. Yo. Yo, das sieht... Oh. Komm, wir lassen uns von irgendwas töten. Noch ein Teaser für euch. Der hat eine Cutscene. Der hat sogar eine Cutscene, der Typ. Das ist einfach irgendein Hauptboss. Mikala. You must abide alone a while. Welcome, honored guest, to the birthplace of our dynasty. Was ist denn der für eine coole Stimme? Morg, Fürst des Blutes. Okay, und das ist Miquella, die Rune. Ich sehe alles schon brennen in so ein paar Minuten. Du hast einen richtig coolen Kerzenständer. Okay, ja, nicht unerwartet. Okay. Ich denke, du wirst in Phase 1 ziemlich chill sein. Was man halt als chill bezeichnen kann mit brennendem Blut. Oh, Blut, was dann brennt, ist eigentlich recht cool. Ja, genau. Ah, dann kommt... Deine Attacken werden halt richtig reinhauen und dann in Phase 2 bist du auf einmal so ein Doppelaxtkrieger, der mich zerstört. Ich sehe das nicht mal als richtigen Versuch bisher, weil ich... Ja, ich will auf jeden Fall eine schnellere Waffe für die ganzen Bosse. Chris? Du hast keinen Ads beschworen oder so, ne? Ist das ein Counter für mein Leben? Okay. Ich hätte gerne deine Robe, die ist cool. Beziehungsweise deine Kleidung allgemein. Kriegskleidung. Ja, cool. Den müssen wir irgendwann klatschen, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal nach Kaelic. Die Cutscene. Spiele ich dann nochmal, natürlich, wenn wir zu dem hingehen. Einfach um die Mut wieder zu setzen. Und dann wird der fertig gemacht. Cool. Mock. Oder machen wir den? Ne, wir machen erst Kaelid. Weil Kaelid ist jetzt wahrscheinlich jetzt schon zu einfach. Ich weiß, ihr findet den cool, ich finde den cool. Ich würde den auch gerade gerne machen. Aber ich finde es kacke, dass Kaelid dann noch einfacher wird, wenn wir den machen. Deswegen fangen wir beim nächsten Mal dann hier an. Genau. Die Bosse laufen ja nicht davon. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Es war sehr cool. Und wir sehen uns das nächste Mal. Warum ist Zombie so? Bis dann, euer Zombie-Mann.